So, was aktiviert ist? Genau auf der anderen Seite. Das sind überall natürlich wieder unsere seltenen Kollegen. Hoppla. Hey! Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört. Hoppla, Entschuldigung. Nein. Alcibiades, du scheinst dich gut zu amüsieren. Auf die Götter ist Verlass. Ich wünschte, jemand so schön ist wie ich wäre hier. Und schon kamst du. Du bist betrunken. Du bist betrunkener als sonst. Du musst mir vergeben. Zu dieser Nachtstunde habe ich nur allzu gerne ein hübsches Gesicht vor mir, das mich ansieht. Du bist ja gut gelaunt. War sicher eine tolle Feier. Gibt es noch andere? Ich habe ein kleines Problem. Es ist ein wichtiger Politiker hier, der dringend nach Hause muss. Aber bei den Göttern, ich bin hier unentbehrlich. Ich bringe ihn nach Hause. Ich bringe ihn sicher nach Hause. Ja, sicher, genau. Es ist kein schwieriger Weg, aber es kann durchaus sein, dass du ihn tragen musst. Den Glücklichen. Warum kann er nicht über Nacht hier bleiben? Lass ihn doch hier übernachten. Würde ich, aber es ist nie gut, wenn ein Politiker über Nacht bleibt. Ich habe da meine Regeln. Überrascht mich, dass du Regeln hast. Du weißt, wie die sein können. Wollen ununterbrochen reden. Das ertrage ich nur für begrenzte Zeit. Aber für dich würde ich alle Regeln brechen. Was macht ihn so wichtig? Was macht ihn eigentlich so besonders? Tja, es hatte irgendwas mit dem Volk zu tun, glaube ich. Götter, ich weiß es nicht. Du könntest auch fragen, was ich vor 10 Tagen gegessen habe. Wie kannst du ständig feiern? Also, feierst du oft? So oft ich nur kann. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Übung, Übung, Übung. Je öfter ich feiere, desto größer die Chance, einen klareren Kopf zu haben als die anderen. Also willst du dir einen Vorteil verschaffen? Bei Verbündeten? Niemals! Wahrlich, lass uns nicht davon sprechen. Irgendwas sagt mir, dass diese Quest eigentlich hätte zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden sollen, aber gut. Ich versuche, den Politiker nach Hause zu bringen, bevor er völlig weggetreten ist. Wunderbar. Bringe ihn zu seinem Haus nördlich des Hafens von Piräus. Du solltest es dort in der Nähe finden. Na dann. Na dann gehen wir mal. Dum, da, dum. Die Welt dreht sich und hüpft auf und ab. Ich muss ganz kurz warten, bis der da weg ist. Das macht es jetzt nicht leichter, dass die hier rumrennen. Schnell vorbei. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Bisher sehe ich keinen einen. Ich laufe jetzt einfach schnell durch. Hat geklappt. Moment!
Warum gehen wir hier lang? Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Kommt mir nicht bekannt vor. Warum hast du mich hergebracht? Weil hier das... Ob er wirklich hier wohnt? Genau wie angekündigt. Packt ihn! Hab sie gefunden! Ja, du Depp. Okay. Hat ja niemand gesagt, dass der Typ überleben muss. Alkibiades? Was sollte das? Egal. Wir haben jetzt einen Stufenaufstieg. Ist immerhin nicht schlecht. Dann machen wir den Heldenschlag besser. Der nächste Angriff, ein Angriff mit einzelnen Schlag, der die ganze Kraft von mir in dem Kampf 80% Attentatschaden anrichtet. Das verbessern wir auf jeden Fall. So. Im Schiff hätten wir die Barbaren als neue Mannschaft. Nicht die ganze Welt ist so fasziniert wie die, ist so zivilisiert wie die griechische. Barbaren strömen von überall her zu uns wie die Motten zum Licht, um ihr Glück zu finden, auf die ein oder andere Weise. Inventar. Politikertorse. Okay, ist aber nichts besser. Die Stiefel sind auch nicht besser. Alles klar. Gut, jetzt werden wir aber auf jeden Fall die Aufgabe machen. Und uns Richtung Brasidas aufmachen. Wo haben wir ihn denn? Genau, wir werden uns erheben. Warte. Brasidas ist. Ist wieder eine Quest. Aber die machen wir ein andermal. So. Das ist hier oben. Von wo fahre ich denn am besten los? Vielleicht hier? Genau, wir reisen hier hin. Dann hole ich wahrscheinlich da oben mal den Aussichtspunkt noch schnell. Dann fahren wir mit dem Schiff von dort aus zu unserem Ziel. Ich werde einfach nicht fertig mit dem Spiel. Zu viel Quests, zu viel zu entdecken, zu viel... Weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe erst die Hälfte oder so gefunden. So. Da oben irgendwo ist der Aussichtspunkt, den hole ich mal noch schnell. Vermutlich auf den Kran. Ja. Es gibt so viel zu entdecken in dem Spiel.
fehlt es noch eines der Artefakte, um Atlantis zu versiegeln. Ich vermute mal, ich weiß schon, gegen welches Monster wir diesmal vorgehen müssen. Und was ist das hier so entspannend, ohne ständig Angst zu haben, dass uns ein Söldner über den Weg läuft? Hier haben wir noch einen, den werden wir uns schnappen irgendwann. Den hier werden wir uns noch schnappen. Was haben wir denn hier eigentlich? Das Vermächtnis der ersten Klinge, die Reiter kommen. Oh, das können wir ja irgendwann. Aber das werden wir irgendwann mal machen. So. Holen erstmal das Schiff her. Wie gesagt, es ist so viel noch zu machen. Da ich jetzt eigentlich wieder für Sparta unterwegs bin, würde ich mein Schiff nochmal die Elite Sparta. Genau. Jetzt kann ich noch was verbessern. Den Rammsporn könnte ich mal noch verbessern, dann ist der nämlich auch. Nee, noch nicht. Ja, ich muss aufpassen, wenn ich so viel mache, habe ich wieder von den uralten Tafeln nichts mehr. So. Auf geht's. Macht euch bereit zum Ablegen! Willkommen zurück! Wohin segeln wir? Auf und nach. Auf, um Brasidas zu helfen. Wenn wir Cleon töten können, ist das ein Bonus. Das ist halt gut. Ja, das ist jetzt vorbei, das ist egal. Fürchte, wir werden da in das Ach, Gefecht nicht vorbeikommen. Wie muss ich eigentlich fahren? Okay, ich muss da in diese Bucht fallen. Mach die Ruder bereit! Okay, die greifen nicht mich an. Bruder im Wasser! Okay, es sind überall Schiffe auf Grund gelaufen. Man merkt ja, dass gerade hier eine Schlacht stattfindet. Da sind Athene. Da vorne können wir anlegen. Wir haben Treibgut entdeckt. Schiff bereit machen zum Anlegen. Amphipolis. Ich wechsle mal nochmal meine Waffe. Bevor ich weitermache. Genau, die Atlantis-Klinge. Makedon, Aufstieg eines Imperiums. Da hinten haben wir auch einen Aussichtspunkt.
Das Klippchen. Guten Tag, Brasidas. Ich grüße dich. Brasidas, du bist hier. Meine Nachricht kam an. Ich hörte von Pylos. Geht es dir gut? Ging mir schon schlechter. Wir haben ganz andere Probleme. Was ist mit dir passiert? Und nach Pylos? Was ist passiert? Die übrigen Spartiaten fanden mich und ließen mir Zeit zur Erholung. Die nutzte ich. Aber dein Bein... Du bist aus der Schlacht verschwunden. Ich wurde gefangen genommen und nach Athen gebracht, wo mich Deimos und Kleon verhörten. Sie töteten dich nicht? Sie wollten es. Wo ist Kleon? Also, ist Kleon in Amphipolis? Irgendwo. Und gerüstet heißt es. Heute kämpft er um sein Leben. Gut. Er wäre gern der Held. Die Athener können jetzt nicht mehr viel von ihm halten. Wir müssen ihn killen. Das ist unsere Chance, Brasidas. Heute töten wir Kleon. Wenn du es nicht tust, dann tue ich es. Gut. Du verschweigst mir irgendwas. Ach, ich bin wegen Kleon hier. Belassen wir es dabei. Ich dachte, wir sind Freunde. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist Spartanerin. Du solltest wissen, was Treue bedeutet. Das ist dein Problem. Ich bin auf seiner Seite. Das wäre er doch. Ich bin hier, oder nicht? Wir kämpfen denselben Kampf. Das musst du noch beweisen. Das tue ich jetzt. Wir verschwenden Zeit. Athen sammelt seine Verstärkung. Wir müssen jetzt angreifen. Gehen wir. Malaka. Was hat er für ein verdammtes Problem? Heute geben wir alles, was wir haben. Wir geben nicht auf. Warte, klein bisschen hin. So. Sieht nach einer Schlacht aus. Wer als erstes im Kampf ist. Puh. Ich muss diesmal klappen, weil ich habe keinen Bock, dass ich nochmal von vorne anfangen muss. Für Sparta!
So, da hinten ist der Anführer, den brauche ich, wo ist er? Da. Umwerfen. So, das ist ein umwerfender Kampf. So, dein Schild. So, der ist schon mal weg. So. Ja, mit dem Schild, dich killen. Zack, 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 zack. Da vorne ist der nächste Anführer. Okay, den hätten wir. Ja, interessiert mich überhaupt nicht, ich will die Anführer killen. Bild her? Ich muss mein Lebensanzeige im Auge behalten. Zack, 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 zack. Ausweichen, ausweichen, ausweichen und stopp. Okay, Moment. Kamera aus. Ich ahne etwas. Es gefällt mir nicht. Ich hab's befürchtet. Nicht schon wieder. Ich hab's befürchtet. Du nimmst immer alles so persönlich. Scheiße. Was war denn jetzt das für eine dämliche Aktion? Schade. Leon ist ja nur dämlich. Und natürlich ist quasi das jetzt wirklich tot. Ich hab's befürchtet. So, aber die schnapp ich mir jetzt. Das ist nicht dein Kampf, Cassandra. Nun, zu deinem Pech ist er das. Es ist noch nicht zu spät. Komm auf unsere Seite. Das ist nicht angenehm. Du kannst dich hier nicht rausreden. So, und jetzt hab ich dich. Doch meinen Frieden. Nee. Du bist an allem schuld. Du warst es, Cleon. Du allein trägst. Ging jetzt schnell. Cassandra, komm schon. Sei gnädig. Du brachtest ihn gegen uns auf. Meinen eigenen Bruder. Wir bauten Deimos auf. Wir machten ihn groß. Unaufhaltbar. Jetzt ist er ein Monster! Dann kämpf an seiner Seite! Lehre ihn! Du könntest wieder mit Deimos vereint sein! Sein Name ist Alexios!
Ich bitte dich. Die Welt ist geteilt, Cassandra. Und wir vereinen sie. Halt dein scheiß Maul. Meine Hände sind leer. Hab Mitleid. Sorry. Aber der hat's verdient. Du stirbst, wie du gelebt hast. Wie ein Feigling. Ich bin noch nicht fertig. Man wird mich nicht vergessen. Du bist die Erinnerung nicht wert. Es ist vorbei. Myrina muss wissen, dass Cleon nun tot ist. Und Brasi das. Ich hätte schneller zu Deimos kommen sollen. Tut mir leid, mein Freund. Ja. Aber irgendwie habe ich befürchtet, dass es so endet. So, wir haben einen weiteren Hinweis auf den Geist. Na gut, der Geist hat den Tod von Perikles geplant. Na toll, das ist ein großer Hinweis, das wissen wir ja schon länger. Der Bogen des Paris. Dieser Bogen wurde angeblich von Paris von Troja gefertigt. Trotz seiner Schönheit ist er eine tödliche Waffe. Aber dass Brasi das Ganze nicht überlebt, ich hab's fast befürchtet. Spuren dieser Kapuze, die wir haben, ist besser als die, die wir jetzt anhaben. Dann werden wir den Helm nochmal normal machen. Zack. Die Kapuze. Und ziehen uns dann wieder den... Genau. Ach, quasi das. Aber was für Deimos? Jetzt habe ich die Quest weggedrückt. Quasi das hätte uns auch einfach mal die Wahrheit sagen können, dass... Zornig und kampfmütig kehrte Cassandra nach Sparta zu Myrine zurück. Ihre Feinde hatten viele ihrer Liebsten getötet und nun war es Zeit, sich ihren größten Feind zu stellen, ihrer Vergangenheit. Bekommen wir ja da einiges. So, noch 11 Scherben, dann können wir den Speer wieder verbessern. Dass ich dann mal zurück zum Schlachtfeld gehe. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was einsammeln. Aber sieht nicht danach aus. Kurz den Aussichtspunkt und die ganzen Fragezeichen, die wir hier haben. Und dann fahren wir zurück nach Sparta. Das mit Brasi, das ärgert mich jetzt wirklich. Ich weiß auch nicht, was sein scheiß Problem war. Was ist mit Deimos?
so alles Mist. Wobei Cleon auch so ein Vollidiot ist. Schießt den einzigen, der verhindert, der hätte verhindern können, dass ich ihn töte, einen Pfeil in den Rücken. Cleon, dieser Vollidiot. So mal Wackes. Ja, dann holen wir hier noch den Aussichtspunkt. Den Aussichtspunkt, den das Fragezeichen. Was ist denn hier los? Wo kommst du denn her? Wo kommt denn der Bär her? Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Nach Makedonien kann ich eigentlich später noch weitermachen. Wir kehren jetzt nach zu Myrine zurück, wo alles begann. Werde ich am besten am Taugetos Ausblick. Und von dort aus gehen wir zu Myrine und sagen ihr, was los ist. Was passiert ist.